Seit Ende Februar führt die russische Armee Krieg in der Ukraine. Präsident Wladimir Putin nennt seinen Angriffskrieg eine militärische Sonderoperation und rechtfertigt diese mit der Entnazifizierung der Ukraine. Das Narrativ einer von Faschisten gesteuerten ukrainischen Regierung bedienen russische Staatsmedien seit Jahren. Tatsächlich gab und gibt es rechte Strömungen in der Ukraine, auch im regierungsnahen Umfeld. Eine vielfältige rechtsextreme Szene gibt es allerdings auch in Russland. Und diese weiß Putin für sich zu nutzen. Was also ist dran an Putins Vorwurf, die Ukraine sei ein von Faschisten durchsetztes Land? Mit wem umgibt sich der Kreml-Chef und was sagt das über den Kreml-Despoten aus? Während der Maidan-Revolution 2014 blockierten Rechtsradikale das Parlament in Kiew und forderten den Rücktritt des damaligen Innenministers Vitali Sarachtschenko. Nach der Absetzung des Janukowitsch-Kabinetts bestand die anschließende Übergangsregierung auch aus Vertretern der rechtsextremen Svoboda-Partei von Oleh Tjanibok. Deren Mitglieder bezeichnen sich als Erben von Stepan Bandera, einem Nazi-Kollaborateur, der sich im Zweiten Weltkrieg mit dem NS-Regime verbündete und die Judenverfolgung vorantrieb. Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, ist nicht nur wegen seiner teils undiplomatischen Aussagen umstritten. Bei einem Besuch 2015 in München legte er Blumen an das Grab eben jenes Banderas, das Grab unseres Helden, so Melnyk wörtlich. Hervorzuheben ist auch das Regiment Azov, ein paramilitärisches Freiwilligenbataillon, das im Ukraine-Konflikt weitestgehend autonom gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes kämpfte. Der Miliz werden enge Kontakte zu hochrangigen ukrainischen Politikern und in die rechtsextreme Szene in Deutschland nachgesagt. Die Existenz des Azov-Regiments war und ist ein nicht unbedeutender Teil der russischen Propaganda. Ein Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse in der Ukraine zeigt jedoch, die ukrainische Politlandschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Rechtsextreme und ultranationalistische Parteien spielten bei den Präsidentschaftswahlen 2019 nur eine marginale Rolle. Stattdessen wurde mit Wladimir Selenskyj ein russischsprachiger Jude überraschend und mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Überhaupt hat es nach dem Ende der Sowjetunion mit der Svoboda-Partei nur eine ultrarechte Partei geschafft, eine Fraktion im ukrainischen Parlament, der Werchowna Rada, zu stellen, von 2012 bis 2014. Dieses Wahlergebnis sei verschiedenen Berichten zufolge auch deshalb zustande gekommen, da sich Teile der ukrainischen Bevölkerung durch die Moskau-freundliche Außen- und Kulturpolitik unter dem damaligen Präsidenten Janukowitsch radikalisiert hätten. Trotz dieser politischen Entwicklungen hält Putin an seinem Narrativ fest. Er will die Ukraine entnazifizieren und stützt sich und seine Ideen dabei selbst auf Faschisten und Kriegsverbrecher. Ein Mann ist dabei besonders hervorzuheben, Alexander Dugin, ein russischer Philosoph und Faschist, der bei einigen Beobachtern als Putins Chefideologe und Vordenker gilt. Im Zentrum von Dugins Überlegungen steht die sogenannte eurasische Idee. Dabei geht es vor allem um die Frage der kulturellen Zugehörigkeit zum Osten oder Westen. Eine Frage, die durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in den vergangenen Jahren durchaus an Brisanz gewonnen hat. Laut Dugins Theorien seien die Russen ethnisch betrachtet weder Europäer noch Asiaten und deshalb prädestiniert, ein neues, großrussisches Reich aufzubauen. Die Annexion der Ukraine sieht er dafür ebenso wie die geopolitische Strategie beim ehemaligen Sowjetstaat Georgien als notwendig an. In seinen Überlegungen fordert Dugin eine Einheit des asiatischen und europäischen Raumes unter der Führung Russlands, die sich gegen die USA als politischer Feind im Westen richtet. Dugin strebt eine neue politische Realität unter Führung eines Zaren an. Zu Putins treuen Gefolgsleuten aus der faschistischen Ecke gehört auch Dmitri Utkin alias Wagner, ein Verehrer des Nationalsozialismus und Chef der berüchtigten Wagner-Gruppe. Diese Gruppe gilt als hybride Kampfeinheit des Kremls, soll in Syrien, Mali, der Zentralafrikanischen Republik und anderen Ländern aktiv gewesen sein, um vor Ort Russlands Einfluss geltend zu machen und sich dabei verschiedenster Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Auch in der Ostukraine und auf der Krim soll die Gruppe gekämpft haben. 2016 überreichte Putin Wagner dafür den russischen Tapferkeitsorden. Eine offizielle Verbindung zwischen der Wagner-Gruppe und der Moskauer Präsidialadministration wird von russischer Seite jedoch stets dementiert.
Auch ein dritter Mann ist interessant, Wladimir Zoga. Der russische General und Neonazi, dessen Kampfeinheit vor allem bei Einsätzen in der ostukrainischen Volksrepublik Donetsk Kriegsverbrechen begangen haben soll, gehörte zu Putins Top-Kommandeuren. Er starb russischen Angaben zufolge Anfang März bei Gefechten in der Ukraine. Putin hat zudem enge Verbindungen nach Tschetschenien, insbesondere zu Ramsan Kadyrov, diktatorischer Präsident der gleichnamigen Republik und bedingungsloser Anhänger Putins. Kadyrov wird auch als Putins Bluthund bezeichnet. Ihm werden unter anderem schwere Menschenrechtsverletzungen wie Entführung, Folter und Mord vorgeworfen. Erst kürzlich stellte er sich demonstrativ hinter den Kreml-Chef, machte öffentlich klar, sofort 70.000 freiwillige Tschetschenenkämpfer an den umkämpftesten Orten in der Ukraine aufbieten zu können. Die muslimischen Kämpfer aus dem Kaukasus gelten als Experten im Städte- und Guerillakampf. Ihr brutaler Ruf eilt ihnen voraus. Angeblich sollen Kadyrovs Truppen Jagd auf ukrainische Politiker machen. Nach Angaben des tschetschenischen Machthabers sollen sich seine Truppen in Mariupol aufhalten und kämpfen. Dort sollen sie mittlerweile das Rathaus und andere Teile der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben. Den engsten Draht zu Putin hat laut Insidern jedoch Nikolai Patruschew, Sekretär des Sicherheitsrates. Von 1999 bis 2008 war er Chef des russischen Geheimdienstes FSB. Ideologisch fühlt sich auch Patruschew dem alten Zarenreich verpflichtet und hegt einen tiefen Hass gegen den aus seiner Sicht zu dekadenten Westen. Die Menschen in der Ukraine bezeichnete er unlängst als Nichtmenschen. Putin wirft der Ukraine Faschismus vor, scheint diesen aber selbst offensichtlich nicht nur zu dulden, sondern zu hofieren, wenn diese Ideologie für seine eigenen Interessen von Nutzen ist. Und klar ist, die Invasion Russlands in die Ukraine ist völkerrechtswidrig. Der angebliche Grund der Entnazifizierung eines faschistischen Regimes ist letztlich auch eine Verfälschung und Verharmlosung der Nazi-Verbrechen im Dritten Reich.